Hey Leute, bevor das Video losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns helfen möchtet, die Verbrecher zu schnappen, dann teilt dieses Video. Ein Daumen nach oben wäre auch sehr, sehr cool. Das wird uns sehr viel helfen. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, hier ist wieder der Ben und heute gibt es auf Pandido TV eine neue Folge der Playmobil-Polizei. Viel Spaß! Und wir starten direkt mit der Banküberfall. Ah, die Bandido City Bank. Wie brav sie alle in der Reihe stehen, um an ihr Geld zu kommen. Aber schon bald wird das ganze Geld mein sein. Aber bevor man eine Bank überfällt, muss man sie vernünftig auskundschaften. Wenn man einen Fehler macht, ist alles vorbei. Da lasse ich mir lieber ein bisschen Zeit und schaue mir die Bank ganz genau an. So, da oben ist also eine Überwachungskamera. Da sollte ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Nicht, dass mein Gesicht darauf zu sehen ist. Aber gut, dass ich immer den Hut und eine Sonnenbrille trage. So erkennt man mich einfach nicht so schnell. So, da ist noch eine. Okay. Und drin ist bestimmt auch noch mal eine. Die werde ich mir alle ganz genau aufschreiben und angucken. Alles klar. Auch hier sollte es machbar sein. So, zwei Wachmänner, ein Bankangestellter hinter dem Tresen. Es gibt einen Geldautomaten und das Geld ist sicher im Schrank hinter dem Tresen versteckt. Am wenigsten Kunden sind immer mittwochs gegen Mittag da. Aber mittwochs abends kommt erst das Geld, was gebracht wird. Nein, ein Geldtransport ist mir zu heikel. Also, gut, dann werde ich jetzt nach Hause alles vorbereiten und jetzt kenne ich die Bank in- und auswendig. So, heute ist es soweit. Und niemand ahnt etwas. Los geht's. Und jetzt geht's los. Was war das? Das klang nicht gut. Komm, Kollege, wir sehen mal nach. Alles klar. Hey, da vorne brennt's. Was? Ah, sehr gut. Die beiden sind abgelenkt. Da kann ich jetzt zuschlagen. Perfekt. So, und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Hände hoch! Das ist ein Überfall! Ah! Na los, pack das Geld in den Koffer. Na los, wird's bald? Mach schon. Mach ja schon. Na los, schneller. Und ihr rührt euch nicht vom Fleck, verstanden? Nein. Verstanden. So bitte, mein Herr. Der Koffer ist voll. Mehr geht nicht. Na also. So, ich mache einen Abgang. Tschüss, ihr Lieben. Huh, gut, dass er kurz von den Kunden abgelenkt war. So konnte ich nämlich die Polizei alarmieren. So, und jetzt nichts wie weg hier. Oh. Keine Bewegung. Sie sind umstellt. Oh Mann, das war so knapp. Zweitens, der Geldtransporterüberfall. Wir sollten auch bald da sein, dann haben wir endlich Feierabend. Ja, dieses ganze Geld überwachen, das ist ganz schön anstrengend. Oh ja, dann gib mal Gas, umso schneller sind wir zu Hause. Oh, haha, da kommen sie. Dann wird es ja höchste Zeit für meinen Spezialtrick. Die werden sich wundern. Los. Das sollte sie aufhalten. Ah, da vorne kommen sie schon. Schnell verstecken. Oh, was war das? Da war irgendwas auf der Straße. Ja, ich glaube, es ist was mit den Reifen. Lass uns mal eben aussteigen und nachschauen. Oh, da hat uns jemand eindeutig eine Falle gestellt. So, Hände hoch, das ist ein Überfall. Oh nein, hab ich's doch gewusst. Na los, macht die Hände schön hinter den Rücken. Und wehe, ihr macht Mucken. Kommt langsam hierher und setzt euch Rücken an Rücken auf den Rasen. Na, ganz toll. So viel also zum frühen Feierabend. Toll. Ihr seid erstmal außer Gefecht gesetzt. Dann schnapp ich mir jetzt die Beute. Oh ja, Jackpot. So, los geht's. Das war wirklich einfacher als erwartet. Jetzt muss ich die Beute nur noch nach Hause bringen. So, endlich zu Hause.
Jetzt muss ich nur noch alles reinbringen und dann kann ich endlich die Beute zählen. Ich bin schon so gespannt. So, mal sehen, was für Schätze hier drin sind. Damit habe ich bestimmt für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Kann mir eine eigene Insel kaufen. Oh, so. Oh, so viel Geld. Das ist alles ganz alleine meins. oh, aber Moment, was ist das? Was? Warum piept das? Oh nein! Ein Peilsender, das gibt's doch nicht! Sie sind umstellt, ergeben Sie sich und kommen Sie mit gehobenen Händen raus! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Ich war so nah dran! Drittens, der spontane Überfall. Heute ist aber auch echt nichts los. Vielleicht, na, immer ein schönes Wetter. Vielleicht sollte ich einfach mal rausgehen. In der Stadt kann man doch immer irgendwas machen. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Oh Mann, mir ist aber so langweilig. In der Stadt ist auch irgendwie überhaupt nichts los. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen durch die Fußgängerzone. Vielleicht entdecke ich ja da irgendwas Cooles. In der Innenstadt ist irgendwie auch nicht viel los. Wo sind denn die ganzen Menschen hin? Ah, wie langweilig. Vielleicht sollte ich doch irgendwas unternehmen heute. Vielleicht ein kleiner spontaner Überfall. Das war zwar nicht geplant, aber vielleicht sehe ich ja irgendwas, was mir gefällt. Ich denke, diese Kette würde Ihnen wirklich gut stehen, Madame. Oh, das glaube ich auch. Was sagst du dazu, Schatz? Ich denke, sie würde wirklich gut zu deinen Augen passen. Oh, ein verliebtes Pärchen? Mit dieses Rumgeschnulze. Aber diese Kette, oh, die sieht ziemlich wertvoll aus. Und die Sachen in der Auslage auch. Na gut, ich kann einfach nicht widerstehen. Hände hoch, das ist ein Überfall. Seid alle ganz brav, dann bin ich auch schnell wieder weg. Hey du, Juwelier. Ja? Na los, pack die Kette und die Sachen aus der Auslage in, pack das in Ihre Handtasche. Na los, wird's bald. Was? Das können Sie doch nicht machen. Natürlich kann ich das. Und jetzt, hopp, hopp, Beeilung. Ja, okay, natürlich. So, das müsste alles gewesen sein. Na also. Und na los, jetzt gib her. So, und jetzt bleibt ganz ruhig. Ich bin weg. Na also, diese Ausbeute hat sich doch richtig gut gelohnt. So, jetzt erstmal entspannt zurücklehnen und im Fernsehen gucken, was so läuft. Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Heute ereignete sich ein Überfall in Pandido City auf ein Juweliergeschäft. Der Täter erbeutete Ware im Wert von mehreren tausend Plemo-Dollar. Verletzt wurde niemand. Wir haben hier Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Juweliergeschäft. Wenn Sie den Täter kennen oder erkennen, wenden Sie sich bitte an die Polizei von Pandido City. Oh nein, der Überfall war so spontan, da habe ich gar nicht daran gedacht, mich zu tarnen. Ich sollte mich schleunigst absetzen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Wir wissen, dass Sie den Juwelier überfallen haben. Widerstand ist zwecklos. Oh Mann, das kommt davon, wenn man zu spontan ist. Viertens, der schlecht geplante Überfall. So, da bin ich auch schon. Die Pizzeria. Ah, hier war ich schon länger nicht mehr. Vormittags ist hier immer sehr wenig los. Die perfekte Zeit, um einen Überfall zu planen. Ich glaube, ich schaue mich erstmal ein bisschen um und frage den Pizzabäcker aus. Dann kann ich am besten sagen, wann die beste Zeit für einen Überfall ist. Hallo. Ah, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Naja, also ich überlege, ob ich vielleicht mal mit ein paar Freunden hier vorbeikommen soll zum Pizzaessen. Deswegen wollte ich fragen, ob demnächst irgendwie Veranstaltungen oder so geplant sind. Oh, ja, am Mittwoch ist eine Veranstaltung. Da treffen sich hier... Am Mittwoch? Okay, das reicht mir schon, danke. Überwachungskameras gibt es ja auch keine. Das ist natürlich dann viel zu einfach. Okay, danke. Dann bespreche ich das mal mit meinen Freunden, wann sie Zeit haben. Danke für die Auskunft. Tschüss. Haha, perfekt. Am Mittwoch ist eine Veranstaltung. Dann schlage ich dazu. In der Kasse wird nicht so viel Geld drin sein, aber... Wenn ich alle anderen noch ausraube, dann ist das sehr, sehr gut. Dann kann ich Fettkohle machen. Ich freue mich schon, das wird gut. Da bin ich schon. So, kann losgehen. Die werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Schnell rein, Beute schnappen und wieder raus. Leise. Okay, eins, zwei, drei, los!
Hände hoch, das ist ein Überfall! Hände hoch und ergib dich! Na, was ist denn hier los? Welcher Trottel überfällt denn bitte eine Polizeiveranstaltung? Ah, sieh mal eine an, Kevin. Ich hätte es ahnen müssen. Oh, Menno. Hätte ich das ganz besser geplant, dann hätte ich das gewusst. Das nächste Mal. Fünftens, der getarnte Überfall. Ha, so. Heute überfalle ich endlich wieder die Bank und diesmal bin ich besser vorbereitet als letztes Mal. Beim letzten Mal war ich ja auf den Überwachungskameras zu erkennen. Und dann haben sie mich ganz schnell geschnappt. Aber diesmal bin ich besser vorbereitet. Ich bin richtig gut verkleidet, dass mich niemand erkennen kann. So, mal sehen, was haben wir denn da? Eine Sonnenbrille. Eine Cappy. Sehr schön. So sollte mich wirklich niemand erkennen. Perfekt. Ich sehe zwar so gut wie nichts, aber so kann mich immerhin keiner erkennen. Und auf zur Bank. So, jetzt erst nochmal das Nummernschild abkleben, damit das keiner erkennen kann. Habe ich getroffen? Ja, ich glaube, das ist gut so, ne? Das passt schon. Ich kann es ja wegen meiner Brille leider nicht ganz genau sehen. So, auf zur Bank! Na, dann kann's ja losgehen. Hände hoch, das ist ein Überfall! Oh nein, nicht schon wieder. Ich wurde doch heute schon überfallen. Ach ja, ist mir egal. Pack einfach alles in diesen Beutel hier ein. Na gut. Das war alles, ich schwöre es. Oh, ich habe zwar nichts sehen können, aber das wird schon alles so richtig sein. Ich kann ja leider nichts sehen wegen meiner Brille. Ich bin ja immerhin bei der Bank. So, nichts wie weg hier. So, jetzt muss ich noch in mein Auto einsteigen. Ah, hier ist die Tür. Und Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht mein Auto. Na, junger Mann, hast du etwa gerade den Juwelier überfallen? Na dann geht es mit dir wieder schnurstracks zurück ins Gefängnis. Warum setzt du dich auch einfach in ein Polizeiauto? Was? Oh nein! Oh, hätte ich doch wenigstens mal die Sonnenbrille weggelassen. Was ist das denn? Park im Halteverbot? Und das gibt nochmal einen schönen Strafzettel obendrauf hier. Oh nein! Hey Leute, oh Mann, das ist ja mal wieder echt blöd gelaufen. Das nächste Mal muss ich mich echt besser vorbereiten. Wenn du kein Video mehr von Pandido TV verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal. Klick einfach auf den Panda und schon bist du Abonnent. Und wenn du weitere spannende Folgen sehen willst, schau mal hier rechts, da sind nochmal zwei Videos. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich muss wieder in den Knast, aber ich komme da schon wieder raus. Bis dann, tschüss.